Heilige Scheiße, ey. I don't see how you could get on the compound. Never mind near that room. Even the security locks on the doors are encrypted. That fat bedbug, he's gonna go in for me. Just like that. And why should he help us? I'm betting he's one mistake away from a bullet to the head. So when he makes that mistake, I'll be recording. Nothing like blackmail to change someone's tune. Eieiei, wenn es nicht so dunkel wäre, könnte man das hier vorne auch noch inspizieren. Vielleicht auch hacken? If you know what I mean. Omas Bulldogger muss ich mir jetzt mal raussuchen. Er ist schon wieder zum Hacken. Und noch was zum Hacken. Das geht alles easy peasy pute miesy. Nice, nice, nice. Der Scheiß ist heiß. Heilige Scheiße, sind das viele Sachen hier zum Hacken. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Ich habe nicht so viel Zeit, das alles anzugucken. Aber das sind die kleinen Details in diesem Spiel, dass es wirklich spielenswert macht. Jawohl, ja. Okay, raus hier. Wegpunkt setzen, Remote Profiling aktiviert. Nee, 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 nee. Wir haben jetzt hier definitiv... Was ist das denn gerade gewesen? Bunkerzugang. Ja, ich möchte Bunker verlassen auf jeden Fall. Möchte Bunker verlassen, muss ich hier über Ziel los. I know Damien. I have to be patient. And right now, I need Bedbug. Bedbug. Achso, ja, richtig, das ist der Dicke. In der letzten Folge war es auf jeden Fall so, dass wir den Gangstern richtig schön den Arsch aufgerissen haben, wobei es war zwei Folgen zuvor schon. Und jetzt haben wir einen Gangster-Hauptviertel inspiziert. Das ist extrem hoch gesichert. Und da muss jetzt irgendwie rein. Das machen wir, indem wir ein, ja, ich sag mal so, das schwächste Glied. Nein, nicht diese Art Glied, was ihr schon wieder denkt, unglaublich. Entsprechend für uns ausfindig oder für uns arbeiten lassen. Ich sag mal so, einfach Überzeugungsarbeit leisten. Wir sind hier drüben. Fast Travel ist manchmal ganz nice. Deswegen machen wir das hier mal ganz kurz. Wir haben keinen Bock, schon wieder über die Brücke rennen zu müssen, außer wenn ich ein Motorrad haben. Vielleicht hängt da hinten eins. Oh, es telefoniert schon wieder gleich. Brummst. Something about a high-speed chase near Parker Square had all the hallmarks of Aiden Pierce. Are you with Nikki? Of course. We read it together and I highlighted all your signature moves. She was quite alarmed. She doesn't seem to know you like I do. Just get her on the phone. How now? The IP address. Yeah. There's something inside Rossi Fremont, some kind of small server hidden behind a locked door. And an army of gangbangers. Now you understand why I need your help. Have you found a way in? I'm working on it. Let me talk to Nikki. Was that so painful? Hey, we're getting close. You'll be home soon. What's going on? This guy talks like you two are friends. We're not friends. Not anymore. Nikki, just don't listen to his bullshit. You afraid he'll give up your secrets? I got no secrets. Seriously, Aiden? You expect me to believe that I'm your sister? Shouldn't my sister be cutting me a little slack? Really? Oh, because I'm being held by your friend and you need a little slack. Well, it sounds worse when you say it like that. Aw, have I hurt your feelings? I forget what a sensitive boy you are. You know me. Heart on my sleeve. Fun's over, kids. I hope your plan's a good one. Nikki does too. Ja, ich hätte 10.000 Kommentare schon abgeben können, aber ich lasse euch ja gerne das Ganze mal gerne ja, anhören oder den ganzen lauschen, beziehungsweise lesen, je nachdem wie euer Englisch ist. Bremsen. Ich habe fast nichts angedodged. Ich werde immer besser mit dem Fahren, könnte aber auch im Patch liegen, der letztens kam. Oder das Auto hat einfach ein besseres Handling. Quinn is in the news again, this time for his charity work. Today, representatives of the Merlot Hotel announced a fun... Ja, bla bla. So, wir sind da. Kein Job für Tyrone. Ja, dann gucken wir mal. Also hier lebt der gute Mann. Nein, wir sind busy. Ich muss erstmal einen guten, dicken, fetten Mann suchen. Hier wird, genau, Homut. Der wird kurz gehackt. Und da haben wir doch schon unseren Job für Tyrone. Hallo Tyrone. Lass mal ein kleines Schwätzchen halten. Perfect target. He doesn't have much, has a lot to lose.
easily intimidated and ambitious, but lazy. All right, start with his home, tap his cell phone, just record everything he says. Ja, wenn das schwächste Glied ist, definitiv ausmachen müssen und dann entsprechend ihn mit der Aufnahme, die wir dann machen werden, ja, blackmailen, also erpressen. Wir spielen Erpresser. Ja, wieder Orangenpresse im Prinzip. Also ich dachte, rappen die schon wieder, das lenkt mich ein bisschen ab, Jungs. Können wir die Fresse halten vielleicht? Also ich muss ihn jetzt suchen. Verschaffen Sie sich Zutritt zu Badbugs Wohnung. Ja, das ist die Frage, wie wir das am besten hinkriegen. Und die Frage ist, wo ist denn seine Wohnung überhaupt? Hm. Also, was haben wir hier? Kamera da oben. Und? Ah, guck mal hier, da haben wir es ja schon. Das war einfach. Zack. Das wiederum ist nicht so einfach. What the fuck is that? Das ist ja mal gar nicht einfach zu hacken. Sag jetzt einfach mal so. Heilige Scheiße. Ich hasse dieses Minispiel. Das ist sowas von ein Time-Fresser. Ein absoluter Super-Time-Waster. War noch nicht wirklich Spaß, muss ich sagen. Es ist immer so ein blödes Rumprobiere. Ja, toll. Warte mal, das jetzt so. Jetzt haben wir den ersten hier. Okay, alles klar. So, den kann man so schalten. Dich dann so schalten. Dich dann wahrscheinlich so schalten halt. So schalten. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich fühle mich genau wie der komische Hund. Scheiße, es geht hier lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Da lang? Ja. Vielleicht so. Und dann vielleicht so. So. Okay, jetzt geht es da lang. Jetzt kann ich das so machen. Okay, dann geht es da lang. Aber ich brauche mal für vorne ja noch was. Also sprich, ich müsste eigentlich noch das da lang führen. Das Problem ist, dass das hier in der Mitte ja noch nicht unlocked ist. Das heißt, eigentlich muss ich das in der Mitte erst noch anlocken, von beiden Seiten. Also quasi so irgendwie. Quatsch, so wahrscheinlich. Fucking hell. Wie soll das gehen? Großartig. Ihr wisst wahrscheinlich schon 20 Mal schneller als ich, aber irgendwie ist das auch nicht so meins hier. Also, gucken wir mal. Hier kommt die Energie da lang. Wird nach oben und unten abgeleitet. Ich kann es natürlich einmal rumführen, dann kommt es aber oben nicht mehr an. Das heißt, ich muss es hier lang führen. Eine andere Richtung gibt es nicht, es sei denn, ich gehe direkt drauf. Nämlich so. Aber ich muss es ja von oben und unten machen, wenn man es sieht an diesen Pfeilen. Dementsprechend ist das schon soweit richtig, dass es so laufen muss. Denn oben und unten. Andererseits von oben und unten bedeutet, er muss da lang. Das heißt, es muss hier über diese Linie noch laufen. Nämlich irgendwie... Das ist doch total bescheuert. Das geht doch gar nicht, oder? Moment, warte mal, wenn ich das dann so mache. Und dann so mache. Einen habe ich mittlerweile. Das ist ja hier unten. Aber da oben brauche ich noch. Hm. Der war auch schon richtig hier. Die Frage ist, ob ich den hier vielleicht noch irgendwie ändern kann. Ha, der ist echt knifflig mal. Wie komme ich an dich hier oben dran? Das kommt ja eigentlich von da, aber ich kann es ja nicht weiterleiten von hier. Das muss eigentlich so geleitet werden. Ah, so ein Fuck ist das hier. Das gibt's doch gar nicht. Also eigentlich muss der hier wirklich tatsächlich da lang. Und der muss hier außen rum. Aber das geht auch nur von da. Ah, das ist doch scheiße, Mann. So vielleicht? Irgendwie, dass es hier durchleitet, man hier diese Runde hier macht. Hm. Das ist doch echt eine Scheiße. Guck mal, jetzt habe ich den hier oben, den hier wieder, aber das fehlt mir da oben wieder. Jetzt habe ich den oben, aber unten nicht. Mann, das ist doch scheiße. Oh. Okay, durch Zufall. Ding, 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 ding. So, jetzt brauche ich die von zwei Seiten. Das heißt, ich muss den ja auch wahrscheinlich so rumleiten. Ja, das ist wieder dieser Hauptknotenpunkt hier. Den wahrscheinlich so rumleiten.
Zack, boom, bang, fisch, flup, flup, jawoll. Oh mein Gott, ich hasse diese Minispiele, wie ich sie hasse. Na, ist das geil. Ein typisches Grandma von damals. Ich höre noch ein bisschen zu. Ich könnte jetzt natürlich den Tracker installieren. Aber es ist gerade ziemlich cool gewesen. So, jetzt aber. Sehr geil, sehr geil. Typische amerikanische... Obwohl du ein Idiot bist. Großartig. Sehr schön. So, jetzt muss ich ihm folgen. Ohne entdeckt zu werden. Um ihn etwas gegen... Ach du Scheiße. Ja, großartig. Sowas bin ich ja super gut. Nicht. Er würde jetzt aber bitte nicht einsteigen, oder? Scheiße. Ja, doch, wird er. Ich nehme es auch, definitiv Motorrad. Schön zuhören, was er erzählt. Das ist schwer. Wir haben gleich wieder. Haha. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Reicht das jetzt eigentlich schon? Ansonsten stelle ich mich einfach hin und warte. Schön finde ich im Übrigen, wie der Mantel auch hinten über den Sitz fällt. Oh, das war knapp. Was macht er denn jetzt? Blöd parken, alles klar. Lass mich ein bisschen beeilen. Jetzt wird's schwer. Lauf. Ja, puh. Ah. Jetzt muss ich an den Typen erst wieder vorbeikommen hier. Das ist nicht so einfach. Bisschen links rum. Lauf. Puh. That was ass cracking close. Ah, oh, das wird echt übel. Nein. Scheiße. Das ist echt kacke schwer hier, muss ich sagen.
Ich hasse ja so Stealth-Missionen bis zum Abwinken. Soll ich den ganzen Weg jetzt nochmal laufen müssen, dann machen wir da natürlich einen kleinen Fast-Forward und gucken dann, ob es dann gleich nochmal besser läuft. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt wirklich an dieser Sneak-Mission weitergeht. Dementsprechend kleines Päuschen und dann Sneak mal. Ja, sieht gut aus, bis gleich. Sieht gut aus, bis gleich.